Domben Jahngasse, vergangenen Freitag um kurz nach 4 Uhr früh. 5 Altpapiercontainer gehen in Flammen auf. Die Polizei ist vor Ort. Die Feuerwehr Domben rückt mit 10 Mann und einem Fahrzeug aus, um den Brand zu löschen. Der Rauch beißt in den Augen. Der Schauplatz gleicht einem Schlachtfeld. Die Atemschutzgeräte der Feuerwehr kommen zum Einsatz. Nach diesen sind die abgebrannten Altpapiercontainer nicht mehr zu gebrauchen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bereits 13 Mal musste die Polizei Domben allein in diesem Jahr zu derartigen Bränden ausrücken, so Hubert Winder, der Kommandant der Stadtpolizei Domben. Dazu geht das nicht zum Säger. Bei dem Vandalenakt handelt es sich also sicher nicht bloß um einen Lausbubenstreich, sondern um ganz feige Tat von Individuen von unserer Gesellschaft mit krankhafter Neigung, weil der Schaden, der dadurch entsteht für die Allgemeinheit, ist ganz beträchtlich. Die Kosten eines solchen Einsatzes, wie er es am Freitag war, belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Hinzu kommen noch die Entsorgungskosten und die Anschaffung neuer Altpapiercontainer. Die Suche nach den Tätern erweist sich in jedem Fall als schwierig. Ja, die Suche nach den Tätern wird natürlich sehr erschwert, weil die ganzen Vorfälle mehr als 2/3 mitten in der Nacht passierend. Wir können daraus schließen, dass es vielleicht um Heimkehrer von Lokalen sich handelt, teilweise in Alkohollaune. Jemand, der so einen Container anzündet, vergewissert sich hier auch, ist da jemand umeinander, wo man sicher könnte. Altpapiercontainer aus Metall wären keine Lösung des Problems. Der Anschaffungspreis bei solchen beläuft sich auf das Dreifache eines Containers aus Kunststoff. Metallcontainer würden zwar nicht vollständig abbrennen, dennoch für ihren eigentlichen Dienst wären sie nach einem Vandalenakt nicht mehr zu gebrauchen.